Fassung, Stimme, Verstand, alles hast du mir genommen. Nur um mir alles zu geben. Du bist Fußball. Und wer dich liebt, muss Einsatz zeigen. B-Win, das ist unser Spiel. Hallo und herzlich willkommen hier live aus Dortmund, besser gesagt aus unserem wunderschönen Signal Iduna Park. Übermorgen ist Pokalfinale und wir wollen uns und euch heute, morgen und übermorgen darauf einstimmen. Das Ganze live auf BVB TV, auf Facebook, TikTok und YouTube. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen alten Freund und Weggefährten Roman Weidenfeller. Roman, oh, grüß dich. Hi, na? 48 Stunden bis zum großen Spiel. Wie aufgeregt bist du? Kribbelt schon ein bisschen, in den Fingerspitzen und so weiter. Also wir wissen es ja ganz genau, wie es sich dann auch anfühlt. Und wir haben es ja auch schon ein paar Mal erlebt. Und ja, nach Berlin zu fahren ist immer was ganz Besonderes. Und gerade in den Tagen zuvor ist man schon sehr angespannt, versucht halt eben den Fokus noch weiterhin aufs Sportliche zu richten. Aber man wird natürlich auch sehr oft angeschrieben und man kriegt viel drumherum in der Stadt mit. Jetzt ist es zwar ein bisschen komisch, dass jetzt das Spiel jetzt am Donnerstag stattfindet. Ja, stimmt. Na, also gar nicht so die Vorbereitungszeit wie normal von Samstag zu Samstag. Aber die Jungs, die werden halt eben auch total fokussiert sein und wissen halt eben auch jetzt einen grünen Abschluss zu finden. Die werden brennen, ich merke schon, du brennst auf jeden Fall auf. Wir reden gleich noch ein bisschen darüber. Erstmal will ich so ein bisschen erzählen, was wir heute alles so vorhaben. Wir werden live schalten ins Olympiastadion und schauen uns an, wie die Vorbereitungen dann zwei Tage vor diesem wichtigen Spiel da so laufen. Wir gucken zurück auf unseren allerersten DFB-Pokalsieg. Da möchte ich auch noch mal ein bisschen zu testen. Ja, ja, ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Wir hören mal nach, wie es einem unserer Krieger so geht. Matteo Morey, leider schwer verletzt, aber wir schalten zu ihm nach Hause und hören mal, wie es ihm so geht nach seiner ersten OP. Bevor wir loslegen, das Ganze funktioniert natürlich nicht nur für euch, sondern auch nur mit euch. Ihr könnt uns nämlich gerne eure Fragen für Roman und mich hier ins Studio schicken. Wir werden dann unser Bestes tun, das Ganze zu... Ich bin schon ganz gespannt, was auf uns zukommt. Zu beantworten. Macht es nicht zu schwer für uns beide. Ne? Wir sind schon in die Tage gekommen. Insofern, lasst uns bitte leben. Aber als erstes stelle ich hier die Fragen, Roman. Pokalfinale. Ja. Du bist ein erfahrener Kerl. Ich habe jetzt gelernt, du warst schon 6-mal in Berlin im Finale. Ja, aber leider zu wenig gewonnen. Also nur 2-mal gewonnen, das ist deutlich zu wenig. Ist natürlich trotzdem ein geiles Gefühl, wenn du den Pokal halt eben wirklich in den Himmel reinrecken darfst. Aber ja, wenn du schon 6-mal drin stehst, also die Hälfte hättest du auch getan, aber wenigstens die Hälfte oder sogar noch mehr wie die Hälfte. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das überhaupt von sich sagen können, überhaupt 6-mal im Finale gestanden zu haben, geschweige denn 2-mal auch zu gewinnen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt 2 Tage vorm Spiel, damals als Spieler. Ich meine, ich weiß auch ein bisschen, aber es war eine andere Situation. Ja. Ich war verletzt. Leider. Leider, das stimmt. Wie viel Raum nimmt dieses Spiel ein? Du hast es erwähnt, man wird darauf angesprochen, man kriegt Nachrichten und so weiter. Wie schaffst du es da, das Ganze ein bisschen auch auszublenden? Ja, man darf sich natürlich jetzt nicht mit den Bildern befassen, wo du schon den Pokal in der Hand hast, weil ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Wichtig ist halt eben, dass man erstmal auch die Woche über auch sehr fleißig trainiert, dass man sehr konzentriert bei der Sache ist, dass man vielleicht das eine oder andere noch einstudiert halt eben mit seinen Mannschaftskollegen. Es geht ja dann auch immer um die besondere Taktik. Richtig. Und bereitet man sich schon so langsam vor, den Koffer zu packen, auch Richtung Berlin, dass die richtigen Klamotten auch dann drin sind im Koffer. Und wir haben ja eigentlich immer, das kennst du ja auch noch, im Schlosshotel übernachtet in Berlin im Vorfeld der Partie. Und dann kriegt man schon so diesen Modus des Pokalfinals. Ne? Ja, stimmt. Ja, vor allen Dingen, wenn man das so kennt wie du. Die wichtigste Klamotte, das Trikot natürlich, da musst du dich dann nicht drum kümmern. Das hat der Frankie immer schön eingepackt. Richtig. Ne? Weißt du, wie es ist? Bei mir gab es immer Süßigkeiten auf dem Zimmer. Ne? Also wenn dann irgendwo einer was Süßes gesucht hat, dann gab es eigentlich beim Roman immer was. Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch wissen, was man hinterher anzieht. Auch die Klamotte hinterher ist ja dann wichtig. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hast du absolut recht. Apropos Arbeit im Vorfeld. Gerade du als Torwart, wie sehr hast du dich mit dem Gegner und den Schützen für ein potenzielles Elfmeterschießen beschäftigt? Genau. Hast du da alles so einstudiert? Wer schießt wohin? Ja, du kennst ja selbst auch noch aus deiner Zeit. Also man ist dann schon auch so, dass man halt eben sich viele Videos anschaut, Statistiken, dass man genau weiß, wer wo am liebsten hinschießt. Ja, genau. Allerdings aber auch während des Spiels die Eckbälle, wie werden die geschlagen? Zum Tor, weg vom Tor, auf dem ersten Pfosten, lang hinten rein. Gibt es dann irgendwelche, einfach
Taktiken dann der Gästemannschaft oder eben der Mannschaft jetzt von Leipzig, wo du sagst, was fällt bei denen im Spiel auf, wie verhalten die sich und so weiter. Das gehst du schon gedanklich durch, guckst ja auch dann die Videos an, damit du eben vorbereitet bist. Und dann die Komponente Aufmerksamkeit. Ich weiß, dann wollen alle dran teilhaben. Man schickt Glückwünsche, also viel Glück, viel Erfolg und so weiter und so fort. Bis zu welchem Zeitpunkt hast du das so bei dir rangelassen? Ich weiß, ich habe tatsächlich alles beantwortet. Nochmal, beim Pokalfinale war ich verletzt, aber es gab ja noch ein paar andere wichtige Spiele, wo das ähnlich war. Und ich habe eigentlich immer alle beantwortet. War das bei dir genauso? Oder hast du irgendwann gesagt, so, ich mache das Handy jetzt aus, beziehungsweise ich antworte dann, wenn es rum ist? Ja, also jetzt direkt speziell vom Finale, auf jeden Fall an ihren war natürlich dann nur noch der Familie zurückgeschrieben, ja, mit ihnen telefoniert und so weiter. Das war aber eh allgemein dann auch mein Modus. Dann kamen auch nicht mehr so viele Leute an mich ran. Aber im Vorfeld, ein, zwei Tage zuvor, ging das schon noch. Dann, wenn mir die Leute geschrieben haben, habe ich natürlich auch ganz anständig geantwortet. Vielleicht nicht ganz so speziell, wenn jetzt einer schon sagte, ey, wo geht's denn hinterher hin zum Feiern und so weiter. Da hatte ich natürlich gar keinen Bock drauf gehabt. Ja. Wie eben schon erwähnt, ich war eigentlich so derjenige, der sich erstmal wirklich aufs Sportliche fokussiert hat. Tunnelblick. Den Tunnelblick, den typischen Tunnelblick des Torwarts. Mit den Torhüterbranden. Und richtig so. Und dann erst dann hinterher, dann erst recht dann richtig Gas gegeben beim Feiern. So ist es richtig, so ist es professionell. Aber viele wollen natürlich an diesem besonderen Spiel irgendwie teilhaben. Und das ist dieses Jahr natürlich besonders schade, dass ihr, liebe Zuschauer, nicht mit nach Berlin könnt. Wir können aber hingucken, denn ihr habt es verdient. Welcher Verein kann schon sagen, dass 100.000 Menschen ihn mit nach Berlin begleiten Berlin würden? Berlin, Schwarz-Gelb normalerweise. Ganz genau, nur einer. BVB, unser Verein. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie die Vorbereitungen laufen, was jetzt gerade in Berlin so los ist, schalten wir doch einfach mal rüber. Wir haben unseren Special Guest, Special Spion dort stehen. Danny Fritz, grüß dich, Danny. Hallo Ovo, hallo Roman. Hi Danny. Grüß dich. Die allererste Frage muss erlaubt sein. Haben wir erneut das Marathontor ergattert? Wenn ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Ja. Wir sind wieder am Marathon-Tor, da wo wir 89 gewonnen haben, da wo wir 2012 waren, wo wir 2017 waren. Ja, und hier diese Stelle, wo ich stehe, die dürfte euch beiden natürlich auch sehr bekannt sein. Wer könnte dieser Bilder vergessen? Kevin, der hier hochgestürmt ist. Ich blicke hier auf diese olympische Feuerschale, wo Mo Leitner noch die Fahne reingesteckt hat. Ich erinnere mich selbst, Ovo, du mit kaputter Achillessehne, wie du hier hoch bist. Einmalige Bilder, nicht nur deswegen, sondern auch, weil der DFB im Folgejahr sofort immer eine große Plane hier hingespannt hat, damit gar keiner mehr auf die Idee kommt, hier hochzutapsen. Ihr werdet euch erinnern. Wir erinnern uns sehr gut. Ich fange direkt an zu schwitzen, wenn ich daran denke, wie anstrengend es war, mit Krücken hinter den Jungs hinterher zu humpeln. Und als ich oben war, ja, da haben die sich überlegt, wir gehen dann einfach mal wieder runter und lassen den alten Ovo da oben stehen. Ja, aber Ovo, du bist ja dafür bekannt, dass du eigentlich immer die besten Ideen hattest. Also von daher war klar, dass du auch da hoch krabbelst. Ja, ich wollte eben doch irgendwie dabei sein. Aber Danny, was passiert denn jetzt gerade im Stadion? Zeig uns doch einfach mal, wie es da so ausschaut und was da so los ist. Ich möchte es gar nicht zeigen. Also ich kann euch nur was sagen. Ich sage euch warum. Ja. Rechts und links von mir oder links und rechts von mir passiert wahnsinnig viel. Seit Sonntag sind hier schon ganz, ganz viele Helfer für Borussia Dortmund im Einsatz, um auch hier die Kurve schwarz-gelb zu machen. Ihr könnt euch also auf eine wirklich wieder beeindruckende Kurvenchoreo wieder freuen. Die würden wir aber noch ein Stück weit geheim halten. Ah. Die ist noch nicht ganz fertig, aber morgen versprochen, morgen in der Live-Sendung, werden wir euch diese Choreo in allen Einzelteilen dann auch näher bringen. Und euch sehr, sehr viel heute hier schon beim DFB, viel Branding, viel Aufbauarbeiten. Trotzdem habe ich den heutigen Tag schon mal genutzt, um mal hinter die Kulissen, in die Katakomben dieser riesigen Schüssel zu schauen. Nämlich, um euch mal so die Wege zu zeigen, ihr kennt sie, aber die viele Fans vielleicht nicht, sondern die Wege zu zeigen, die Spieler, die unsere Jungs am Donnerstag bestreiten werden. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Technik das jetzt gerade zulässt. Sonst lass uns noch mal ein bisschen drüber quatschen. Es wird ja merkwürdig sein. Das Stadion wird leer sein. Ich weiß gar nicht genau, was die offizielle Zahl ist. Hast du die im Kopf? Weißt du das? Wie viele Menschen zugelassen sind jetzt für das Spiel? Also an offiziellen und DFB-Vertretern und sowas? Weißt du auch nicht? Nein, weiß ich nicht. Also es ist wirklich nur, auch selbst wir mit so einer Mini-Delegation, nur da, klar, die offizielle Zuschauerzahl wird null sein. Ich kann es dir wirklich, wirklich nicht sagen. Aber ich glaube tatsächlich, in diesem riesigen, weiten
sehen wie 9 Leute. Also, aber ja, genau weiß ich es wirklich nicht. Ja, es wird spannend. Ich meine, du bist ja jetzt jeden Tag für uns vor Ort und dann werden wir das ja erfahren. Wie es sich anfühlt, wirst du uns dann ja auch zumindest bis kurz vorm Spiel irgendwie noch sagen können. Ich weiß gar nicht, ob du sagen kannst, ob du nah am Platz dran warst. Konntest du sehen, in welchem Zustand der Rasen ist? Ist da richtig was möglich am Donnerstag? Oder ist das ein gerupfter Platz? Wie sieht's aus da unten? Also ich war natürlich heute Mittag auch unten. Es ist natürlich, das muss ich jetzt sagen, jetzt nicht Pitch wie ihr. Aber natürlich muss ich sagen, hier ist den ganzen Tag gearbeitet worden. Ich habe gesagt, du hättest auch am Donnerstag hier Wimbledon-Finale Federer gegen Nadal durchführen lassen können. Also am Rasen wird es sicherlich nicht liegen. Das ist schon ein feines Geläuf. Ja, und ich sehe, es scheint sogar noch die Sonne im Hintergrund. Also wir hatten hier heute ordentlich Regen. Jetzt ist es ein bisschen heller geworden. Sag uns was, wie sieht es jetzt gerade aus wettertechnisch und was erwarten die für Donnerstag in Berlin? Also heute war es wirklich richtig, richtig knallewarm hier. Praller Sonnenschein bis an die 30 Grad. Also wir haben hier heute Mittag ordentlich geschwitzt, wirklich. Also jetzt gerade kühlt es ein bisschen ab, was sehr, sehr angenehm ist. Wirklich angenehme Temperaturen. Aber die ganzen Aufbauarbeiten heute, die Jungs alle eigentlich nur im T-Shirt und in der Shorts. Ja, und für Donnerstag, mein Gott. Danny, der Wetterfrosch. Also ich glaube, es wird bedeckter sein. Ja, es wird wolkig sein. Abends ein bisschen aufreißen. Böiger Wind aus nordwestlicher Richtung, würde ich vermuten. Uhren könnten bis zu 18 Grad noch betragen. Ja, hoffentlich ist das dann gefühlt auch so. Danny, ich kriege gerade die Info, dass wir jetzt mal schauen können, was du alles hinter den Katakomben oder hinter den Kulissen in den Katakomben für uns so aufgedeckt hast. Wir schauen mal rein. Du hast recht, lange Wege rum und ich kenne das. Und jetzt schauen wir dir zu, wie du das Ganze entdeckt hast. Ich stehe jetzt hier im oder unterm Marathontor. So genau weiß ich es nicht. Was ich weiß, dass genau hier am Donnerstag unser Mannschaftsbus seinen Stammplatz hat. Man blickt schon hinein ins Olympiastadion, aber hier geht es dann erstmal zu den Kabinen für die Jungs. Bei uns in Dortmund, dem schönsten Stadion der Welt, sind es handgemessene 19,09 Meter von Ausstiegbus bis in die Kabine. Dass hier im Berliner Olympiastadion der Weg in die Kabine schon ein erstes Warm-up ist, das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Das hier ist sie, die Kabine, in der sich unsere Jungs am Donnerstagabend auf das DFB-Pokalfinale vorbereiten werden, hier, wo sie sich umziehen werden. Gutes Omen, die gleiche Kabine hatten wir auch 2017. Und um euch noch mal ein paar mehr Einblicke zu liefern, wie die Kabine hier im Olympiastadion aussieht, hier ein paar Impressionen. Und das ist das Trikot, in dem die Jungs das 78. DFB-Pokalfinale bestreiten werden. Kleine Werbung in eigener Sache. Dieses Trikot mit dem Original-Badge könnt ihr bei uns im Shop natürlich auch erwerben. Ja, und wenn die Jungs sich dann in Schale geschmissen haben, in dieses schmucke Teil, geht's raus aufs Spielfeld. Und auch den Weg wollen wir euch jetzt einmal zeigen. Jetzt sind wir mitten in diesem majestätischen Berliner Olympiastadion, in dem schon so viel sporthistorische Momente stattgefunden haben. Nicht nur schwarz-gelbe Pokalgeschichte,
sondern auch, und das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, kommt einmal mit. Schaut mal hier unten drunter. Die blaue Tartanbahn auf der Usain Bolt 2009, diese magischen 9,58 Sekunden über 100 Meter gezaubert hat. Ja, und hinter mir, da finden jetzt schon die Aufbauarbeiten statt für den Höhepunkt hoffentlich am Donnerstagabend. Nein, ich meine nicht die Helene Fischer Halbzeitshow, sondern die Pokalübergabe. Und da hoffen wir natürlich, dass am Ende des Abends Marco Reus zum 5. Mal für Borussia Dortmund den deutschen Vereinspokal in den Himmel reckt. Ja, das hoffen wir natürlich. Aber mir ist natürlich aufgefallen, eingefleischter Helene Fischer-Fan Danny Fritz musste sie natürlich nochmal in diesem Beitrag unterbringen. Hast du clever gemacht, hast du clever gemacht. Danny, ja, vielen Dank. Wir schalten ja morgen und übermorgen auch nochmal zu dir nach Berlin, damit unsere Zuschauer natürlich die allerneuesten Infos und Aktualitäten mitbekommen. An dieser Stelle aber erstmal danke für heute und ja, hol dir ein kühles, gezapftes oder sowas. Ja, es ist ja auch gerade schwierig, aber ich denke mal, so das eine oder andere kriegen wir vielleicht noch, so ein schönes Berliner Kindle hier, werden wir noch irgendwo auftreiben. Ich weiß nicht, ob es Brinkhoffs, ob es hier gibt, aber vielleicht finden wir das auch noch. Wenn es einer schafft, dann du. Danke, Danny. Sagen, um dich danke, brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Oder Fritz Lünschermann. Der ist ja vielleicht noch gar nicht da. Ja, aber schön. Aber gut zu sehen, dass wir die Kabine wieder haben. Das fand ich vor allen Dingen super interessant. Das ist ja schon mal ein gutes Omen. Wir wollen mal schauen, was ihr uns an Fragen reingeschickt habt. Ich hoffe, ihr habt fleißig in die Kommentare geschrieben, was ihr von Roman oder von mir so wissen wollt. Und da haben wir doch schon die erste. Roman, gab es beim BVB ein Torwartvorbild für dich? Zum Beispiel Teddy oder Stefan Kloß? Also eigentlich hat es ja schon vorweggenommen, derjenige. Zum einen natürlich Teddy, ganz klar, weil es ja mein Torwarttrainer war, der mir unheimlich viel auch noch beigebracht hat, wo wir tagtäglich miteinander auch trainiert haben. Ja. Der mich aber auch teilweise ertragen musste mit all meinen Launen. Das kennst du mich ja auch, dass ich auch schon mal ab und zu auch nicht gerade der Freundlichste bin, wenn wir unentschieden spielen oder verlieren oder sowas. Ich war ja wirklich dann auch gierig auf Erfolg und Stefan Kloß, klar, in jungen Jahren war schon bemerkenswert, was er hier für den BVB geleistet hat, die Champions League gewonnen hat, wie stark er am 1 gegen 1 dann wirklich auch die Ruhe bewahrt hat und seine Mannschaft immer auch den Rückhalt geboten hat. Ja. Danke Stefan Brandt für deine Frage. Das war nämlich derjenige, der sie uns reingeschickt hat. Ja. Ich glaube, wir haben sogar noch eine. Richtig, wie fühlt es sich an? Nee, wie fühlt sich ein Pokalsieg für euch Spieler an? Ja, willst du es beantworten oder sollen es beide machen? Ich sage ja immer ganz demütig, ich durfte ja Teil des Ganzen sein. Ne? Du warst nicht nur Teil des Ganzen, sondern du warst mit federführend. Ja, hast leider Pech gehabt hinterher mit Verletzungen, das war dein Problem. Das war mein Problem. Also es ist natürlich das Größte. Du arbeitest ja auch, ähnlich wie in einer deutschen Meisterschaft, arbeitest du ein ganzes Jahr eigentlich darauf hin. Es geht los, noch bevor die Liga startet mit der ersten Runde. Und es ist zwar der kürzeste Weg zu einem Titel, weil du nur, ich glaube, 7 Spiele sind es insgesamt, gewinnen musst und dann hast du was in der Hand. Aber es ist halt jedes Mal wieder Nervenkitzel. Es ist egal, gegen welche Klasse du spielst. Es ist immer, hat seine eigenen Gesetze, das ist so. Nervenkitzel pur. Und dann am Ende diesen Pokal recken zu dürfen, ist einmalig. Also das ist vor allen Dingen, weil es ja auch nach der Liga schon ist es so wirklich das Letzte normalerweise, was du in dem Jahr hast, wenn du nicht im Champions-League-Finale noch stehst. Und damit dann abzuschließen, ist unfassbar. Also wirklich was ganz Besonderes. Und für Titel, also es gibt nichts Geileres, wie einen Titel zu gewinnen. Und wenn du dann eine Trophäe hochrecken darfst in den Himmel, gerade in Berlin, in so einem altehrwürdigen Stadion, wo man auch als kleines Kind von geträumt hat, mal dabei zu sein, auch den Pokal mal hochheben zu dürfen. Ja, das ist natürlich gigantisch. Es ist. Dann ganz zu schweigen von den Feierlichkeiten in Berlin oder auch zu Hause rund um den Borsigplatz. Also was wir da schon alles miterlebt haben, das war schon magisch. Magische Nächte und man muss auch ehrlich sagen, wenn du dann das Gefühl mal hattest, willst du es nicht mehr hergeben und willst es immer wieder haben. Deswegen bist du eigentlich immer gieriger auf Erfolg. Das ist ja das, was ich auch eben meinte. Also wenn du schon mal so einen Titel gewonnen hast wie die Schale oder auch den Pokal, dann bist du davon wirklich auch angefixt und willst unbedingt süchtig. Macht doch mal sowas erreichen. Danke an Skrat807, glaube ich, war es, der Username, der uns diese Frage geschickt hat. Schickt uns gerne weiter Fragen bei YouTube in den Kommentaren, bei TikTok oder Facebook und wir gucken nachher nochmal, was da so reingeflattert ist. In der Zwischenzeit schauen wir mal zurück.
auf unseren allerersten DFB-Pokalsieg. Roman, jetzt kleiner Test. Wann war das? 65, oder? Oh, aus der Hüfte rausgeschossen. Gegen wen haben wir gespielt? Oh. Ich glaube, auch gegen Gelb-Schwarze Alemannia Aachen, ne, oder? Aber die Frage möchtest ist... Möchtest du hier die Sendung zu Ende machen? Also, ja, aber die Frage wo ist wo, weil es, damals ja? wurde ja nicht in Berlin gespielt, oder? Aber da musst du mir weiterhelfen. Also ich bin... Wir sind ja ein eingespieltes Team. Nein, die überrascht mich immer wieder. Also Abwehrspiel an Torwart, recht. Also das ist doch klar, dass 19, er zusammenhält. 1965 gegen Alemannia Aachen und es war nicht in Berlin, du hast absolut recht, es war im Niedersachsenstadion in Hannover und wir schauen uns einfach mal an, was da so passiert ist. Es ist einfach was ganz Besonderes, dieser Wettbewerb, oder? Und Wahnsinn. Die Bilder, vor allem das 2-0, schön Emma, linke Klebe, oder? Emma, linke Klebe, direkt reingehauen, ne? Aber Aki Schmidt, eigentlich ähnlich. Ja. Auch immer mit vollem Körpereinsatz gespielt. Und, hättest du den gehalten, den von Emma? Hättest du den? War nicht ganz unhaltbar. Die Katze aus dem Eismachtal. <Kammer. lacht> Die hätte schon geschafft. Wir müssen dazu erwähnen, diese Mannschaft war absolut legendär, denn sie hat ein Jahr später das Ganze noch veredelt mit dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Also was da BVB für Namen mit dabei waren, ne? Ja, aber auch unsere Mannschaft, unser Verein, der allererste deutsche Europapokalsieger. Stark. Ja. Sehr stark. Legendenkowski mit dem Tor, ne? Ja. Osap, dann gut, Europapokal, der Pokalsieger war dann Sigi Held auch schon mit am Start. Aber Wolfgang Paul jetzt lass mich ist ja derjenige, noch, der auch noch lebt. Ne? Weil leider Gottes sind ja viele schon verstorben, aber Wolfgang ist ja immer noch hier mit auch beim Verein aktiv und ein ganz, ganz netter Mensch. Ja. Hobby Kurt, fällt mir gerade noch ein. Richtig. Und eben von dir eben auch schon angesprochen, Aki Schmidt, Torschütze zum 1-0, den kannten wir noch ganz gut. Ja, der war auch immer im Stadion, hat uns Spieler auch immer nach dem Spiel nochmal ein paar Worte erzählt. Wie hast du ihn so als Typ wahrgenommen? Ja, so genauso das, was du gerade gesagt hast. Er kam ja sogar bei uns in die Kabine rein, während der Woche oder auch nach dem Spiel und hat uns beglückwünscht, war immer positiv, hat immer einen Spruch auf den Lippen gehabt. Hat ja auch immer einen richtig starken Handshake auch gehabt. Also, hat er ansatzweise gemerkt, irgendwie, dass er im Alter irgendwie die Kraft verloren hat, sondern eigentlich, der war so positiv und hat sich wirklich so auch gefreut, bei uns mit dabei zu sein und ja, da hat er natürlich seine Geschichten erzählt, was ja normal ist und ein verdienter Spieler. Ich glaube, der erste Nationalspieler, der deutschen Nationalmannschaft von Borussia Dortmund. Ja, Wahnsinn. Und ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Ja.
kommen wir von einem ganz feinen Kerl jetzt zu einem anderen, nämlich von den Pokalhelden von damals, zu denen, die es jetzt noch werden wollen. Aber einer kann leider nicht dabei sein, beziehungsweise bevor wir dahin schalten, sprechen wir noch ein bisschen über die Ausgangslage jetzt mit der aktuellen Mannschaften, ja. Bevor ich mich hier selbst überhole. Wir haben mit der Mannschaft jetzt 5 Ligaspiele hintereinander gewonnen. Da waren auch richtige Kracher dabei, absolut. Unter anderem das letzte gegen den jetzigen Finalgegner RB Leipzig. Das muss der Mannschaft doch selbstbewusst sein und genug Energie geben für das, was am Donnerstag kommt. Also ich glaube, es gibt einen richtigen Schub. Das Momentum ist auch auf unserer Seite, muss man ganz klar sagen. Ne? Wir sind Gott sei Dank jetzt auf dem Champions League-Platz. Wir haben ja lange Zeit da auch wirklich aufgeholt, dass wir da wieder hinkommen. Jetzt haben wir es geschafft. Es war eine sensationelle Partie am Samstag. Ja. Natürlich eng, hinten spannend, raus, aber, super spannend, auch sehr kampfbetont, waren 2-0 vorne, 2-2, 3-2 für uns, aber das spricht ja für uns und ich finde eben, dass die Mannschaft jetzt auch es verstanden hat, dass es jetzt zählt und dass wir mit aller Macht auch wirklich in die Champions League rein wollen und natürlich am Donnerstag auch den Pokal gewinnen, weil wenn du schon mal da bist, ist es auch das Beste, den direkt mit nach Hause zu nehmen nach Dortmund. Ja, definitiv. Einer, der leider nicht mithelfen kann, weil er sich im Halbfinale gegen Holstein Kiel leider schwer verletzt hat, den wollen wir jetzt mal hören, denn wir sind live mit ihm verbunden und es ist schön zu sehen, dass er immer mal wieder ein Lächeln auf den Lippen hat. Ich sage willkommen und hallo, Matteo Morey. Hallo. Hi, Matteo. Matteo, als erstes, wie geht's dir? Bien. Ja, mir geht's gut. Sehr schön, sehr schön. Deine erste OP ist entsprechend. Ja. Deine erste OP ist gut verlaufen, das hast du selber auch gepostet. Wie sieht es im Moment bei dir aus? Was machst du im Moment so über den Tag? Also, ich versuche natürlich das zu genießen. Ich spreche, chatte viel mit Freunden, lese einige Bücher und gucke mir Filme an, Dokus und werde natürlich versuchen, ja, schnellstmöglich zurückzukommen. Du hast natürlich wahnsinnig viele Genesungswünsche auch bekommen aus der ganzen Welt, unter anderem auch von alten Weggefährten Leo Balerdi und Sergio Gomez. Gibt dir das Energie, besonders schnell wieder gesund zu werden? Ja, natürlich. Ich bin sehr dankbar für all diese Genesungswünsche, die ich von den Fans auch bekommen habe, von den Teamkameraden, von allen Freunden. Und das ist sehr positiv für mich. Und ermutigt mich natürlich und muntert mich auf, um schnellstmöglich wieder zurückzukommen. Am Samstag hat ja die Mannschaft vor dem wichtigen Spiel auch gegen RB Leipzig sogar T-Shirts mit deiner Rückennummer und schönen Grüßen, also Genesungsgrüßen an dich getragen. Wusstest du davon oder war das eine Überraschung? No, ich wusste nichts davon. Das war eine schöne Überraschung. Und bin sehr froh und glücklich darüber, dass sie an mich gedacht haben, mich aufmuntern, mich ermutigen. Und umso schöner, dass wir das Spiel dann auch gewonnen haben dann. Ja, und es war ein ganz wichtiges Spiel. Einer, der großen Anteil an diesem Spiel hatte, möchte stellvertretend für die gesamte Mannschaft einen Gruß an dich richten. Hier kommt sein Video. Romano, we miss you. Stay strong and you know, every game we play to the end of the season, everything is for you, because I know how much you want to be out here today and you know, it's such a shame that you know, you had to get injured like that the other week. And you know, we know how much Matteo is a fighter because he's had injuries before, and we know how strong he comes back. So, you know, we're all with him, and he knows this, and we always send him messages. And I just want him to support us to the end, and we'll bring the trophy home for him as well. Ja, das wäre sicherlich schön. Was sagst du dazu? Ist natürlich auch ein spektakulärer Spieler und einfach schöne Worte, die er an mich gerichtet hat jetzt und wie er gesagt hat, dass am Donnerstag sie den Titel holen und ihn mir widmen können. Jetzt kannst du nicht dabei sein, musst das Ganze von zu Hause, von der Couch aus verfolgen. Wie schwer wird das für dich sein und wie aufgeregt wirst du vor allen Dingen sein, wenn du ja nicht mithelfen kannst und am Fernseher sehen musst, was in Berlin passiert? Ja, es ist natürlich sehr hart für mich, dass ich das Finale verpasse und im Fernsehen anschauen muss. Aber ja, ich habe mich auch schon vorher verletzt.
und vor dem Bundesliga-Start und auch bei dem Supercup. Und ja, musste auch zuschauen, war verletzt. Und aber es war schön, dass wir gewonnen haben auch damals. Und das ist jetzt das zweite Finale leider, was ich verpasse. Und aber ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft den Titel mit nach Hause bringt. Ja, das hoffen wir. Nicht nur für Sie, sondern natürlich auch für dich. Am Samstag hat die Generalprobe gegen Leipzig ja schon mal ganz gut geklappt. Es war ein sehr knappes Spiel, ein sehr spannendes Spiel. Was erwartest du für Donnerstag? Ja, also ich glaube, das ist ein ja, so ein umkämpftes Spiel sein wird. Man muss ja die Emotionen im Griff haben. Und wir gehen natürlich sehr positiv rein in dieses Spiel. Wir haben jetzt am Samstag gegen sie schon gewonnen. Und das nehmen wir natürlich mit. Und haben natürlich ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Motivation im Gegensatz zu ihnen. Und dementsprechend werden wir alles geben, wird die Mannschaft alles geben, um diesen Titel dann auch zu holen. Matteo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für die Reha und viel Glück für die Genesung. Du wirst das packen, denn wir brauchen dich hier beim BVB. Mach's gut. Drücken dir die Daumen. Dankeschön. Alles Gute. Ciao, ciao. Danke, danke. Ja, Wahnsinn, ein feiner Kerl, aber wirklich schade, dass er nicht mithelfen kann. Ja, ich habe sehr mit ihm gelitten, war dann an dem Tag auch im Stadion, habe natürlich auch die Situation erlebt, live im Stadion und als er natürlich auch aufgeschrien hat, das war schon heftig. Ne? Und dann gerade wir als Spieler wissen ja auch, was das bedeutet. Ja. Zum einen, wenn du schon so am Schreien bist, dann weißt du auch als Spieler auch, welchen Schmerz er auch wirklich verspürt und natürlich zeitgleich auch, was er alles verpasst. Ja, leider. Aber er packt das. Ich glaube dran, er ist positiver Dinge, auch am nächsten Tag schon gepostet und so. Also mit gutem Mutes wird er sich schnell erholen, hoffentlich, und dann unserer Mannschaft wieder weiterhelfen. So, bevor wir zum Ende kommen, Roman. Jetzt schon zum Ende. Ja, das geht hier rasant, rasend schnell. Wir haben noch eine richtig schöne Aktion vor, denn wir haben die B-Win-Frage des Tages. Oh oh. Und die geht jetzt an uns. Also. In Obo wird es ja nie langweilig. Immer ein paar Einfälle. Nee. Und damit es ein bisschen mehr spicy wird, sage ich jetzt mal, tippen wir gegeneinander. Und der Verlierer, der muss was machen. Ich habe ja hier in diesem Studio auch so ein schönes Format Stay Fit gedreht. Das darfst du ja bestimmt auch nochmal machen. Und zwar, der Verlierer dieser Tippfrage, dieser Tipprunde, der wird planken. Eine Minute, okay. Das schaffen wir. Das ist aber schon ordentlich. Und zwar, wenn ich verliere, dann werde ich morgen die Show einfach so eröffnen, im Plank. Dann habe ich es hinter mir und dann... Drück mir die Daumen. Ja, wenn nicht, liegst du hier zur Eröffnung. Wir wollen Ovo schnaufen sehen. Wenn nicht, dann liegt der Roman hier, dann habe ich hier einen schönen Kaffeetisch, kann ich auf seinem Rücken mein Käppchen abstellen. Das kriegen wir schon alles hin. So, jetzt die Frage, um die es geht. Und ich... Wirklich, weiß nicht. Hast du gegoogelt? Nein, ist auch nicht möglich, denn selbst wenn wir Anhaltspunkte haben, wissen wir ja nicht, was da so wirklich passiert. Es geht nämlich um Folgendes. Die Frage lautet, wann landet morgen der Flieger der Mannschaft in Berlin? Also wann, zack, unten auf dem Boden. Darf man schon was sagen, oder? Du kannst was schätzen. Sag mal gerne. Ich sag 13 Uhr. Genau 13 Uhr. Es geht ja um... Achso, um Landen? Ja, Landen. Okay, 12. Ja, Moment. Also landen um 12, irgendwas über 13 Uhr. Touchdown. 12:15 Uhr. Ja, was? Also. Wenn du mich nochmal fragst, sag ich 12:30 Uhr. Nein. Wir halten fest. Komm, wir halten es fest. 12:15. Also pass auf, ich sag 12:15 Uhr. 12:15 Uhr. Roman Weinfeller sagt Touchdown, 12:15 Uhr. Ich sage 12:21 Uhr. Oh! So, und jetzt, ne, wer näher dran ist, egal ob drüber oder drunter, wer näher dran ist, der hat gewonnen. Der andere macht halt hier eine Minute Plank, entweder als Sendungsopener oder als meinen Kaffeetisch. Alles klar. Ja? Das ist gut. Ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, die Auflösung davon seht ihr dann ja morgen gleich zu Beginn. So. Das wissen wir ja erst morgen. Gut. Hör mal. Ja, gut, es gibt doch schon einen bestimmten Plan. Ja, aber es ist ja nicht wichtig. Wichtig ist ja, wann es wirklich passiert. Okay. So. Also, morgen gleich zu Beginn der Sendung seht ihr dann natürlich, was passiert. Das wird morgen, glaube ich, um 17.45 Uhr wieder sein. Dann haben wir wieder ein schönes Programm für euch. Bevor ich aber jetzt die Sendung zumache, wollen wir noch mal gucken, ob die Fans was geschrieben haben. Ja, das haben sie nämlich. Wer war der beste Spieler, mit dem ihr jemals zusammengespielt habt? Darfst gerne anfangen. Das ist eigentlich so eine unfaire Frage. Sowas beantworte ich nicht ganz so gerne. Auch die Elf, mit der ich am
ja, erfolgreichsten gespielt habe oder was auch immer. Ich habe mit so vielen tollen Spielern zusammen gespielt, die nicht nur sensationelle Spieler auf dem Feld waren, einfach auch tolle Menschen waren. Und von daher will ich keinen Einzelnen rauspicken. Ja, vielleicht. Ich versuche immer die Frage einfach damit zu beantworten, von den Fähigkeiten her. Da gibt es ja Unterschiede. Der eine ist halt ein besserer Techniker, ja, ein spektakulärerer Spieler als der andere. Ich habe da eine Antwort für mich. Soll, ja, ich erstmal? Fang du mal an. Ich beantworte das nämlich gerne sehr diplomatisch und sage, von den Fähigkeiten her war es bestimmt Mario Götze. Als er mit 17 kam, was der am Ball machen konnte, mit dem hast du gespielt, ähnlich. Wenn ich jetzt sage, der beste Spieler oder der zum besten Spieler geworden ist, dann ist es vielleicht Robert Lewandowski, ne? Weltfußballer. Wir sprechen wieder eine Sprache, ja, wie immer. Also die Antwort ist nicht so ganz einfach. Ja. Von den Typen her, da gab es wirklich jede Menge. Ganz, also das viele. War einfach bis hin zu Lukas Barrios. So, ja, das war auch ein ganz spezieller Typ. Shinji Kagawa. Der Panther auch von Colo Colo. Also ist nicht so einfach zu beantworten. Also Fähigkeiten bestimmt Mario. Der beste und erfolgreichste wahrscheinlich dann am Ende Lewandowski. Ja, damit absolut. Kann man das, glaube ich, zumachen. Michael Kolbe, danke für die Frage. Wir haben noch eine von Paul Austin. Habt ihr Anekdoten vom Umzug um den Borsigplatz? Wie geil fühlt sich das an? Ich wollte gar nicht mehr aufhören, da drum rumzufahren. Ja. Weil, also, hätte auch gereicht. Also den ganzen Tag. Der Platz war rappelvoll. Ja. Die Leute hingen alle an den Fenstern und haben uns noch zugejubelt. Die Menschen saßen teilweise sogar in den Pflanzen, also in den Bäumen drin. Ja, stimmt. Und dann waren sie fast auf Augenhöhe. Ja. Alles mehr oder weniger auch mit gelben Bengalos und so weiter. Das war schon. Das war also toll. Ich kann mich nur erinnern, wie gerührt Kevin Großkreutz war. Der konnte ja kaum noch, der war Tränen gerührt, der war so happy und in ihm konnte man eigentlich unsere Freude auch wieder mit ja. Das war Wahnsinn, es war einfach das beste Gefühl. Aber wir waren auch stolz, ja, ne? Wir waren auch stolz, seit langer Zeit auch mal wieder den Pokal zurückzubringen oder das auch Double 2011 oder davor, dann auch die Meisterschaft, ja. Meisterschaft, Double damals das erste Mal ein Double zu gewinnen. Ja, das ist halt, ja, wie eben schon angesprochen, Titel, die kannst du nicht in Worte fassen. Ja. Also, danke für eure Fragen. Das war's dann jetzt wirklich für heute. Das Motto der Show ist für Dortmund nach Berlin. Roman, ja, hat auch das schöne T-Shirt an. Ne? Schon gebrandet, richtig. Wir zeigen Farbe. Ja, morgen ziehe ich dann meins auch an. Das ist, tut mir leid. Heute habe ich ein bisschen. Ja, aber wir wollten jetzt nicht wie Patterchen hier sitzen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist das Motto. Heißt, auch wenn ihr natürlich zu Hause bleibt, bei uns kriegt ihr in den kommenden Tagen alles, was ihr wissen müsst. Ihr kommt so nah ran wie nur möglich, wie es nur eben geht. Und das Ganze morgen und übermorgen auch wieder ab 17.45 Uhr. Dann zeigen wir morgen auch die Pressekonferenz live aus Berlin und schalten zum Abschlusstraining live aus dem Olympiastadion. Also, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. 17.45 Uhr auf BVB-TV, YouTube, TikTok oder Facebook. Für heute war's das, Roman. Ja, super, danke. Danke dir und ich bin morgen gespannt, wer hier die Sendung auf dem Fußboden eröffnet. Ich tippe auf Ovo. Mach drück du mir die Daumen. Wir werden sehen. Bleib bis morgen gesund. Ciao. Sehen uns morgen. Ciao.